Hallo und guten Tag zusammen. Herzlich willkommen beim EPP Innovationsforum 2017 in Böblingen. Ich begrüße hier neben mir Herrn Michael Mügge, er ist Vertriebsingenieur bei der Firma Viscom. Herr Mügge, was ist Fokus bei Ihnen in diesem Jahr beim Innovationsforum? Ja, wir haben uns wieder an die Aufgabenstellung angelehnt und Thema ist ja Null-Fehler-Strategie. Da habe ich mir überlegt, eine Strategie, da kann man nicht darüber anfangen zu reden, welche Produkte es gibt und mit welcher bestehenden Software kann man eine Strategie erstellen, sondern die Strategie fängt ja wesentlich weiter vorne an. Also das Thema, wie können wir Einfluss nehmen auf eine Entwicklung, die gleich beim ersten Anlauf es schafft, eben, dass man null Fehler produzieren kann. Weil wir oft die Erkenntnis gemacht haben, dass wir Produkte auf den Tisch gelegt kriegen, wo es dann heißt, kannst du die prüfen? Und dann muss man feststellen, die Bauteile sind nicht optimal angeordnet. Es gibt Schattenwurf, es gibt Reflexionen, es gibt verdeckte Lötstellen, die man nicht sehen kann. Warum ist das so? Weil die Entwickler, die für Design und Konstruktion zuständig sind, nicht die Möglichkeit nutzen, mit den Produzenten zu reden. Also gut, wenn ein Entwickler einen EMS-Dienstleister nutzt, um seine Elektronik zu produzieren, ist das ein großer Aufwand. Aber selbst in Unternehmen, wo die Entwicklung quasi im eigenen Hause sitzt, ist es häufig nicht geübte Praxis, dass die Leute aus der Produktion mit der Entwicklung reden und das Feedback geben über das, was ihnen ihre Inspektionssysteme an Ergebnissen liefern. Und das Schöne ist ja, es sind mittlerweile nicht mehr nur Statistiken, die aus den Inspektionssystemen rauskommen, sondern es sind Bilder. Es sind Bilder, die eben zusammengeführt werden aus verschiedenen Systemen. Das heißt, Pasteninspektionsergebnisse können mit Lötstelleninspektionsergebnissen zusammengeführt werden. Optische Bilder, Röntgenbilder. Und daraus kann man sehr schön Schulungsunterlagen ableiten. Dass man eben sagt, an der Stelle haben wir einen Fehler. Merkmal, ein Fehlerschwerpunkt, der deswegen immer wieder auftritt, weil es ein Designproblem gibt. Und Design muss nicht unbedingt heißen, dass grundsätzlich das Leiterplattendesign schlecht ist. Kann auch ganz banal sein, dass die Apertur in der Schablone nicht richtig designt ist. Das heißt aber, Sie setzen mit Ihrem Ansatz sehr viel früher an, als das ansonsten oftmals der Fall ist. Ja? Ich habe heute das Plädoyer dafür gegeben, dass man doch bitte die Informationen, die die Prüftechnik liefert, in die Entwicklung zurückspielt und dann eben ein Design kreiert, was beim ersten Mal, beim ersten Anlauf alles richtig macht und dass eben Fehler gar nicht erst auftreten. Aber das heißt natürlich auch, da müssen sich Bereiche zusammenfinden, die vielleicht vorher noch gar nicht so zusammengearbeitet haben. Oder? Genau, die Kommunikation ist ganz wichtig. Aber es ist ja nicht so, dass es die Methoden nicht gibt. Es gibt FMEAs, wo man genau über Fehlerursachen und Fehlerfolgen miteinander diskutieren kann. Und dann muss man es einfach koordinieren, dass die Leute, die das Wissen und die Erfahrung haben, zusammen an einen Tisch kommen, um miteinander zu reden. Aber es ist jetzt nicht so, dass Viscom ins Beratungsgeschäft einsteigen will, oder? Also Inspektionssysteme, es ist ja so, wir wollen doch alle keine Fehler finden. Das ist ja schon schlimm, wenn man Fehler produziert. Natürlich ist ein Anspruch an ein hochwertiges Inspektionssystem, dass es alle Fehler findet. Aber Ziel muss es doch sein, dass ich mit den Ergebnissen, die aus diesem System rauskommen, meine Prozesse optimiere, sodass gar nicht erst Fehler entstehen. Ich muss die Toleranzschwankungen, die da drin sind, die muss ich beobachten. Und wenn sie aus dem Ruder laufen, muss ich reagieren. Und genauso eben, wenn ich erkenne, es gibt Ursachen, die sind gar nicht vom Prozess abhängig, sondern die sind vom Design abhängig. Dann muss ich auch darauf reagieren und muss das Design ändern. Frage, Sie sind ja nicht das erste Mal hier beim EPP Innovationsforum. Was führt Sie immer wieder hierher? Ja, es ist eben für uns Standort Böblingen, also möchte nicht sagen im Herzen Deutschlands. Es ist schon ziemlich weit im Süden und im Westen ist es eine Veranstaltung, wo sehr viele Gäste teilnehmen, sehr viele Kunden von uns, sehr viele potenzielle Kunden von uns. Wir haben die Möglichkeit, also zum einen eben unser Wissen hier durch Präsentationen auch weiterzugeben und wir haben die Chance, hier mit über 400 Teilnehmern auch neue Kontakte zu knüpfen. Und das ist die Motivation, warum wir immer wieder gerne herkommen. Gut, dann danke ich Ihnen, Herr Mügge. Gerne.